Herzlich willkommen. Zu Beginn meines Vortrags möchte ich einmal zurückblicken auf den Anfang von 2020. Die Situation in den Flüchtlingscamps ist katastrophal. Wir als Hochschulgruppe Global Brigades Münster wollten dagegen etwas tun. Wir wollten nach Athen reisen, um für eine Woche medizinische Hilfe zu gewährleisten. Doch dann kam alles anders. Das Coronavirus schränkt das öffentliche Leben in Deutschland mehr und mehr ein. Kolleginnen und Kollegen, aus der Corona-Epidemie in China ist eine weltweite Pandemie geworden. Es wird in all den Ländern zur Erhöhung der Zahlen in den nächsten Wochen kommen. Es ist ernst. Nehmen Sie es auch ernst. Unsere Brigade hätte ja eigentlich Ende März stattgefunden und Covid-19 hat, wie für alle anderen auch, alles bei uns verändert und über den Haufen geworfen. Mitte Februar wurden die ersten Fälle in Griechenland bekannt. Ein paar Wochen später wurden die Grenzen geschlossen. Das heißt, weder wir konnten einreisen, noch konnten unsere Sachspenden die Lage erreichen. In dieser Zeitspanne war schon mal die Zusammenarbeit mit den Ärzten, mit den Pflegekräften und den Flüchtlingen in Rezona, dem Flüchtlingscamp, wo wir gearbeitet hätten, 70 Kilometer nördlich von Athen, war so also schon mal nicht mehr umsetzbar. Die Menschen leben dort sowieso schon unter extrem schlechten Bedingungen, ohne wirklich die Möglichkeit auf entsprechende Hygiene. Die Camps sind nicht dafür ausgelegt, dass dort so viele Menschen auf engstem Raum zusammenleben. Zusätzlich stieg bei uns auch die Sorge, dass dort die Lage in den Flüchtlingscamps im Falle eines Corona-Ausbruchs eskaliert und dass es den Menschen dort immer schlechter geht. Trotzdem hatten wir alle das Gefühl, okay, wir müssen jetzt mit der Situation, so wie sie ist, umgehen und das Beste draus machen. Wir hatten die Idee, mit den Spenden, die wir sowieso schon zur Verfügung hatten, möglichst viel in Griechenland bewirken zu können. Zusätzlich kam uns dann noch die Idee, Sachspenden zu sammeln, hauptsächlich medizinische Güter, wie zum Beispiel Ultraschallgeräte, die dort in der Klinik gebraucht werden können, aber auch solche Dinge wie Winterkleidung, Schlafsäcke etc. Da haben wir mehrere Spendenaufrufe gestartet, sowohl in digitaler Form als auch, wie es unter den Corona-Bedingungen möglich war, in Münster, in der Stadt, wie zum Beispiel einer Überwasserkirche. In den Flüchtlingscamps treffen natürlich Menschen mit den unterschiedlichsten Kulturen und auch mit den unterschiedlichsten Sprachen aufeinander. Und gerade im medizinischen Bereich, bei der Behandlung der Menschen vor Ort, ist es dann natürlich umso schwieriger, diese Sprachbarriere zu überwinden. Umso mehr hat es uns dann gefreut, dass ein Verlag an uns herangetreten ist und uns um Hilfe gebeten hat. Dieser Verlag stellt Mad Guides her, das sind kleine Handbücher für Ärzte, die dabei helfen, relativ kurz und prägnant in den verschiedensten Sprachen die Erkrankungen und Symptome zu erklären. Und wir konnten dem Verlag dabei helfen, diesen Mad Guide noch in weitere Sprachen zu übersetzen. Leiden Sie unter Halsschmerzen? Ist das Kondor Chigaganta? Hält du an ihm, Herr Refeyan? Kam Uruhoinu, Fetfet, Weika, Rahra, Jubelokumdi. Am Morgen vom 9. September hat die Welt im Grunde davon erfahren, dass Europas größtes Flüchtlingslager Feuer gefangen hatte. Wir haben davon erfahren, dass Tausende von Menschen plötzlich auf den Straßen obdachlos waren. Das war für uns in dem Moment die erste Priorität, war akute Nothilfe zu leisten und an der Überwasserkirche in Münster dann um Spenden zu bitten und vor allem Sachspenden, was dringend gebraucht wurde. Die Resonanz war unfassbar in Münster. Wir hatten einfach nur Waffeln verkauft und Kuchen verkauft und ein Pappschild provisorisch aufgestellt mit der Liste, die wir gerade von den Ärzten auf Lesbos bekommen hatten, was akut gebraucht wird. Wir standen 5 Stunden vor der Überwasserkirche und wir haben 1600 Euro gesammelt in diesen 5 Stunden. Und die Menschen sind vorbeigegangen, haben die Liste abfotografiert, sind damit zum nächsten DM gefahren und haben Bollerwagen voll mit Windeln gekauft. Wir haben von unglaublich vielen Spendern hier in Münster die unterschiedlichsten Sachspenden bekommen und haben die erstmal in unserem privaten Raum, in Kellerräumen oder auf Dachböden in Kartons gelagert. Im Endeffekt haben wir die dann hier alle zusammen ins Psychologieinstitut, in die Turnhalle gebracht und dort aufgestapelt und die dann mit gemieteten Transportern nach Frankfurt gebracht, wo die in der Lagerhalle dann palettiert wurden und von dort aus ihren Weg dann nach Athen gefunden haben. Damit die Sachspenden direkt vor Ort auch entsprechend ankommen, haben wir zusammengearbeitet mit unseren Leuten von GB Greece und die haben uns auch im Vorfeld darüber informiert, was wird am dringendsten benötigt an Sachspenden.
sodass wir uns darauf einstellen konnten. Nachdem wir den Spendentransport losgeschickt haben, haben wir zusammen mit den Kollegen vor Ort in Griechenland überlegt, wie können wir im Sinne der Werte der Organisation der Nachhaltigkeit eine medizinische Versorgung sicherstellen, die nicht abhängig ist von der griechischen Regierung. And that's how we came up with the innovative idea of opening a stable clinic in Athens. This clinic will be a friendly space where vulnerable people and refugees in Athens receive free primary healthcare services, where they will feel respected as a person and would not be submitted to any kind of discrimination. We have already identified the right space for this and we're currently doing construction and remodeling work. Wir wollen natürlich im nächsten Jahr da weitermachen, wo wir dieses Jahr aufgehört haben. Wir wollen eventuell wieder einen Sachspendentransport nach Athen organisieren. Wir wollen vielleicht, wenn Corona es zulässt, die Brigade, die dieses Jahr leider ausgefallen ist, dann im nächsten Jahr nachholen. Am meisten motiviert mich die Arbeit mit Global Brigade zu wissen, dass, obwohl diese Missstände vorherrschen, wir in der Lage sind, etwas daran zu ändern und vor allem die medizinische Versorgung von den Flüchtlingen zu verbessern. Ich bin bei Global Brigades, weil ich mich so in einem coolen Team für die Verbesserung der medizinischen Versorgung von Geflüchteten engagieren kann. Bei GB stelle ich meine kleine persönliche Welt zur Seite und kann mich jetzt sofort aktiv für zwei mir wichtige Menschenrechte, Schutz und Gesundheit in Europa einsetzen. Ich bin bei GB, weil ich Menschen auf ihrem Weg ein selbstbestimmtes Leben zu führen helfen möchte. Ich engagiere mich bei Global Brigades, weil ich die Menschen in Münster auf die Situation der Geflüchteten in Griechenland aufmerksam machen möchte. GB gibt mir die Möglichkeit, zusammen mit einer coolen Truppe aus Münster aktiv Hilfe für Geflüchtete zu leisten. An GB beeindruckt mich, mit wie viel Motivation und Ehrgeiz die Leute hinter ihrer Sache stehen. Deswegen bin ich jetzt auch seit kurzem dabei.